Also ich finde, das läuft super. Ich mach euer Fest so schön kaputt. Das läuft super. Das läuft super. Ey, die größte Pleite wäre gewesen, wenn Roy auch nicht gekommen wäre. Aber die Sache ist doch einfach, es läuft nicht rund und eigentlich ist das attraktiv, weil der eine schießt schießt da irgendwie den Apfel weg, das ist eine tolle Leistung, der andere schmeißt dir ein Messer in die Hand und die Leute reden noch monatelang darüber. Kannst du dich noch erinnern, als der Ritter Jalan, der eine Typ da, der doch so ein guter Messerwerfer sein soll, der Messer in die Hand geworfen hat, an den Apfel? Das ist doch super. Mehr Publicity kannst du doch kaum kriegen. Also ich denke auch, wir bringen das ganz gut über die Bühne. Es kommt alles drauf an, wie wir mit Paul Bärmer umgehen. Die Fallhöhe wird noch höher, weil er jetzt immer noch dabei ist. Ja gut, die hasst dich eh schon. Was hast du zu verlieren? Hassen ist wahrscheinlich übertrieben. Ich glaube, sobald sie eintritt, wird Abel mir erstmal gepackt und in den nächsten Schrank gesteckt. Den kennen wir nicht. Der war zufällig auch da, als wir anwesend waren. Der putzt hier nur. Aber nicht magisch, keine Sorge. Wir haben den Mob. Eigentlich müssten wir die Frau Putz der Reichsbehüterin vorstellen, oder? Das wäre voll putzig. Ja, Ema, hi. Das ist die Vermieterin von Marvel mir. Die wollte mal Hallo sagen. Ich glaube, die Frau Putz würde wahrscheinlich im Boden versinken. Die wird in Ohnmacht fallen. Frau Putz wird doppelt in Ohnmacht fallen, wenn wir ihr erzählen, was du dir geleistet hast. Ich? Ja, du. Also ich stelle dir wohl die ganzen Chorgeweihten vor, die freuen sich bestimmt. Und ihr war es ein bisschen angenervt. Ey, warte, ich glaube, Roya freut sich darum wirklich drüber. Ich bin ganz glücklich, dass ich diese Probe mit Sagen und Legenden geschafft habe, weil da würfel ich echt auf totalen Schrott. Ey, das schaffen aber alle heute und ganz unwahrscheinliche Proben. Ich dachte, wo Staatskunst, das kann schwierig hier mit zwei. Ich dachte echt, der hat das nicht alles. Natürlich ist er ganz der. Wie war die Beschreibung? Richtig, eine Mischung aus Salonlöwe und Magier. Garniert mit seltsamen Geschäftsideen. Ich bin Horasia. Aber könnt ihr das nicht einfach wegzaubern, das vor dem Brabakadar? Das ist normalerweise nur mit einem Illusion. Illusion. Das ist die Frage, was der Meistermagier, der Illusionist, kann da bestimmt sowas. Ja, er kann überlagern. Wollte ich gerade sagen, bannen nicht, aber überlagern, klar. Wir könnten auch einfach Palmera finden und ihn anzünden. Och, ich würde mal sagen, er könnte das wahrscheinlich auch irgendwie bannen, weil ich meine, das ist ja sein Spezialgebiet. Stimmt. Ich würde jetzt halt vielleicht erstmal so das Gelände absuchen, ob der Polberra sich da irgendwo verkrümelt hat und vom Gelände aus das macht. Weil wenn, dann können die Söldner ihn zusammenhauen. Das wird mir gefallen. Ja gut, aber der ist ja nicht dumm, ne? Und vor allen Dingen, wenn die Söldner den finden, sagt er erstmal in Paravio, dann hauen die sich erstmal gegenseitig. Ja, das stimmt. Ich meine, nicht jeder Schwarzmagier hat Zugriff auf den Paravio. Er hat den bestimmt. Er hat den garantiert. Der hat einfach eine Ignoranz hier oder. Und dann hauen die, den kaputt und dann sagt das Skeletarius und dann geht der Spaß jetzt richtig los. Du Alter, ich hab 10 Chor geweitet, die Bitch kann kommen. Ich vermute, ja, du hast sie finden lassen. Ja, fragt euch lieber, was ihr tut, wenn er in Garret steht. Weil dann greift ja ein Magier auf der Straße an, obwohl er nichts Verbotenes getan hat. Ich hab da ein paar Jungs. Die mögen Magier jetzt nicht so. Er hat nichts Verbotenes getan. Das hat sie bei Yasafa auch nicht geschert. Ja? Zweitens hat Isaron natürlich recht, wenn er auf dem Gelände ist, haben wir ihn sowieso. Drittens gibt es bestimmt irgendein Gesetz von wegen, du darfst dein Banner nicht höher hängen, als das der Kaiserin 20 Patschen nehme. Oder Störung der öffentlichen Ruhe. Stimmt. Ich meine, nach der Galotta-Geschichte zählt das irgendwie als, ich weiß nicht, Panikerregen oder so. Genau. Vielleicht hat er auch irgend so ein verbotenes Werk in seinem Gepäck oder so. Gut, können wir jetzt nicht reingucken. Er hat irgendwas verbotenes auf den Hintern tätowiert. Testament in Zayat. Ich glaube, Bombardiana ist er nicht. Das ist egal, da steht trotzdem viel interessantes Zeug drin. Das ist vermutlich mehr so ein Ding, so haben ist besser als brauchen. Wenn du dann noch mal schnell den Xamarnot beschwören musst? Ja, Polberra ist kein Idiot. Er will zwar provozieren, also genau das ist sein Grund, warum er in Garret ist. Nicht nur euch, sondern er will halt jeden provozieren. Aber, naja, Borbarats Testament ist halt illegal, schon immer gewesen. Ja. Nee, ich glaube aber wirklich, dass es sinnvollste einfach ist, wenn wir Theophrastos darauf ansetzen, entweder über einen, wie heißt der Zauber, Illusion bannen, glaube ich. Oder über einen einfachen Auris Nasus drüberlegen und dann können die sich am Himmel mal wegen Illusionen Duell liefern. Und dann ist das alles Teil der Show, TM. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hart Störendes anstellen wird. Ihr habt doch noch irgendwen eingeladen.
Ja. Der Lev im Yasafar? Nee, den Grangora. Nee. Oh ja! Ihr seid echt dämlich, oder? Ich hab den Einflussband gar nicht. Ich auch nicht. Können wir halt nichts machen. Der ist halt genau dafür. Ich habe die ganze Zeit nebenbei versucht, ihn noch weiter auszuschreiben. Während ihr auch ein Protokoll geschrieben habt, deswegen sage ich die ganze Zeit nichts. Ach, wir denken die ganze Zeit, dass du mit irgendwem rumknutscht. Läuft schon. Das mache ich sowieso. Ich denke, es ist Yala. Wenn er sich nicht gerade die Hand durchlöchern lässt. Richtig. Ja, aber das mussten wir doch retten. Vielleicht spendet der Typ ja was. Ich habe keine Ahnung, ob der Geld hat, aber der hat immerhin das Turnier gewonnen. War mal gut, dass er nur mit so Buttermessern geschmissen hat. Ja gut, womit soll der maximal schmeißen? Mit seinen selbstgemachten Dolchen? Wurfdolchen? Ah, vergiftet oder sowas noch. Machen wir spannend. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir die Spenden eintreiben. Das haben wir auch noch nicht so dick angesprochen. Das wird echt ein bisschen unschön, wenn das halt so ganz am Ende kommt. Ich würde sagen, das machen wir vor dem Theaterstück. Sprechen wir nochmal an, so hier, das und das sind unsere Pläne für die Flüchtlinge und so weiter. Und wir würden uns sehr freuen, Travia gefällig, bla bla. Am Ende lassen wir irgendwie Spendensäcke rumgehen. Oder wir stellen irgendwelche am Ausgang aus oder so. Ich würde rumgehen mit irgendwelchen Töpfen oder ja, Säckchen, wie auch immer. Achso, so schön, so irgendwie Peer Pressure und so, ne? Ja, können die auch einfach. Der hat das gespendet. Ah, jetzt weiß ich, was euch noch fehlt. Ein Gästebuch. Den lassen einfach Ömer sich an den Ausgang setzen und dann würfelt der mal Spezialisierung über Reden betteln und dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Der Junge rockt das bestimmt. Ich würde vielleicht auf der Rückseite von der Einladung, die vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eine gesammelt haben oder nicht, einfach den Betrag notieren lassen, den sie zu spenden wünschen. Dann kann man ja gleich zuordnen, wer wie viel gespendet hat. Die kann man ja einsammeln lassen. Vielleicht können wir auch noch irgendwie so den Druck erhöhen, indem wir sagen, ja, beim Götterdienst zur Einweihung der Suppenköche wird dann natürlich vorgelesen, wer wie großzügig war. Seid ihr fies. Vielleicht könnte man im Hintergrund auch noch so eine Tafel aufstellen, in dem die Höhe der bis jetzt eingelaufenen Spenden notiert wird. Am besten noch genauso mit einzelnen Angaben. Wer hat wie viel gespendet, dann sind die endgültig alle gezwungen. Ja, wir haben ja ca. 100 Gäste. Wir sagen einfach, die ersten 12 werden im Namen der Götter vorgelesen. Bei der Spendengala hier, wenn wir da sozusagen das Essen austeilen, so jeden Tag. Das wäre eine gute Idee, ja. Das wäre gerecht für die 12 und naja, wir können 12 Leute versuchen, können dann versuchen, auf die Liste zu kommen. Genau. Finde ich auch eine gute Idee. Bei eigentlich ist es sehr gut, dass die Reichsbehüterin kommt. Die soll ja wohl mal ordentlich Kohle, obwohl ja, die ist ja pleite. Scheiße. Naja, Pleite und Frau. Pleite für eine kleine Spende ist ein Unterschied. Ich glaube auch. Pleite ist also Pleite im Sinne von, die kann sich jetzt hier keine Heere leisten, die sozusagen in Großform durch die Gegend marschieren, weil das irgendwie mehrere tausend Dukaten kostet. Oder Pleite im Sinne von, ich kann nicht mal eben 50 Dukaten spenden, das macht einen echten Unterschied. 1000 Dukaten pro Tag, ne? Ja, genau, solche Dinge bei großen Jahren, ja. Ich meine, Weigert hat sie einmal versucht und ist dann genauso wie Vitario kaputt gegangen. Ja, das kommt davon, wenn man das nicht von vorne bis hinten plant, sich einfach überlegt, okay, wie lange kann ich das aufrechterhalten, wie lange muss ich das wohl und kann ich die Leute für ein Jahr ungefähr bezahlen mit allem drum und dran. Und wenn die Antwort dann lautet, ja, für ein Jahr kann ich sie bezahlen, dann kannst du was mit einer Söldnergruppe machen. Plus Tross, plus allem drum und dran, ne? Gut, aber so viel Geld musst du erstmal ranschaffen, ne? Ja, natürlich, klar. Kriegsspielen ist nicht das, was sozusagen das einfache Volk tun kann und soll. Also ich meine, eure Söldner, die 200, die waren schon recht günstig, aber das waren halt nur ein Tag. Ein Abend. Und das ist ein halber Tag sozusagen im Endeffekt. Da ist keine Anreise drin, ne? Also vor allem bezahlst du die auch, wenn du nur reist. Die ganze Zeit hin und her, für irgendwo hin und dann müssen sie sich aufstellen, essen die ganze Zeit, wollen auch in der Zeit, wollen sie dann Geld haben und da kriegst du auch keine Gewinne.
Wenn du nicht die Kaiserin oder der Kaiser persönlich bist oder der König deines Landes, dann zahlst du auch Geld dafür, wenn du Truppen durch andere Leute Länder buxieren willst, weil da müssen ja sozusagen alle möglichen Dinge vorbereitet werden. Der Adel sagt dann ja hier durch Reisesteuer, ne, und so, meine Straße wird ja belastet, also nimmt er sich einen kleinen Teil, dann musst du die ganzen Händler bezahlen, die unterwegs immer stehen und die Leute eben mit Essen und Trinken versorgen.